wieder der Olli vom BTV Rave. Es ist erstaunlich. Martin Eira hat die Menge sofort im Griff. Er fängt an und es wird richtig schön transig hier. Ich habe ein paar Jungs hier. Zunächst mal ihn hier. Er hat die ganze Zeit schon etwas auf dem Herzen. Du möchtest hier mal ganz lieb grüßen, dann mach das mal. Ja, also ich möchte ganz lieb die Bettina grüßen aus Wolfschlugen, den Olaf, die Nadja, den Benni, die Steffi und alle Herion-Mitarbeiter. Okay, danke dir. Jetzt gehen wir mal weiter zu zwei Brillenträgern, Jungs, die ich die ganze Zeit habe. Aber er geht gerade mal, nimmst du ihn mal zu dir? Und jetzt mache ich immer weiter mit zwei Brillenträgern. Das hier jetzt ist der Sven und das ist der Andi. Hey Sven, servus. Hallo, servus. Die Jungs kennen wir vielleicht, sie haben schon mal bei uns auf der Treppe getanzt und sie tanzen ja den ganzen Abend. Ihr seid den ganzen Abend aktiv, ihr bewegt euch durch und durch. Genau, die Party ist geil, das ist alles hier voll fett. Geile Musik, geil. Also, BTV Rave, dein Ding auch für die Zukunft, auch im Jahr 2000. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Finde ich klasse. Sag mal, hast du den Hut jetzt unserem lieben Xavier Naidu abgeguckt oder hast du den vor ihm gehabt? Aber aufziehen, ich habe ihn schon als erstes gehabt. Hier sehe ich gar keinen, der, wo so einen Hut hat. Ich bin, glaube ich, der Einzige. Ja, wie nennt man so eine Mütze, weißt du das? Aber sag mal einfach Hut dazu, ganz einfach. Fischmütze heißt es. Echt? Wirklich? Okay. Die Fischerkappe. Ja, okay. Aber macht ja nichts. So, Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Bist du schon so vorweihnachtlich eingehaucht? Muss ich ja heute einfach mal fragen, weißt du? Ja, mein Gott, überall Weihnachtsbäume, Weihnachtsketten, Geschenke kaufen. Da drüben haben wir Weihnachtsengel hier hinter mir. Oh, genau. Die zeigen wir nachher auch noch, die sehen auch klasse aus. Jetzt gehen wir zum Andi. Andi ist auch Brillenträger. Ich meine, wir sind halt alle Brillenträger. Andi, ihr arbeitet beide bei ganz großen Firmen, bei der Telekom, bei Daimler. Und arbeitet ihr da auch noch im nächsten Jahr? Ja, ich werde höchstwahrscheinlich nächstes Jahr meine Ausbildung abschließen. Und dann bin ich endlich ausgelernt. Juhu. Okay, das ist in Ordnung. So, jetzt hast du noch die Chance, ein paar dicke Grüße loszuwerden. Mach mal. Also, ich grüße meine Eltern, meine Schwester, meine ganzen Kumpels und meinen Lehrer der Deutschen Telekom AG als IT-Systemelektroniker. Okay, und was sagst du jetzt den Leuten, die bisher noch nie auf dem BTV-Rave waren? Ihr habt absolut was verpasst. Okay, Andi, viel Spaß noch bei der Party und ich gebe wieder ab an Martin Eira. Let's go.
BTV, Ralf, hier geht's mächtig zusammen. Ich habe die Heike gefunden. Heike freut sich wahnsinnig, dass ich gerade sie in der Menge rausziehe. Die Heike kommt aus Gerlingen. Hallo Heike. Hallo. Wie geht's dir hier? Wie gefällt's dir hier? Sehr gut. Ja, schön hier, ne? Ja, super. So gemütlich, so warm, ganz anders als draußen. Wir haben jetzt schon Winterzeit. Allerdings. Und du hast mir erzählt, du bist auch eine begeisterte Skifahrerin. Ja. Ja, wo geht's denn da immer hin? Wo gehst du immer hin Skifahren? Nach Österreich. In welchen Ort? Egal wo, ist ganz unterschiedlich. Also beim Skifahren, da kenne ich immer, also ich selbst war kein Ski, leider noch nicht. Aber viele sagen zu mir, das ist schöner als der Sommerurlaub, der Winterurlaub. Stimmt das? Kann ich so nicht sagen. Ja, aber Skifahren hat auch was. Ja. Nicht ganz so warm, aber es wird einem warm. Ja, die schwärmen ja immer von diesen Après-Ski-Aktionen vor, ne? Hinterher in die Hütte einfeiern und dann mit irgendwelchen Mädels da ein bisschen bussieren. Läuft das da wirklich so ab, dass es da so heftig zur Sache geht im Skiurlaub? Naja, ich weiß nicht. Skifahren ist schön, aber ja, es geht schon ab. Aha, ja. Es hat also doch so einen Mallorca-Touch ab und zu, ne? Ein bisschen. Also gut, also wer die Heike erkennt an ihren blonden Haaren, wenn sie dann so den Hang runterfährt, kann sie mal fragen, können wir nicht mal ein bisschen Après machen? Oder? Après ist gut. Ja, Après ist gut. Ist gesund oder macht man das so nur? Hat das irgendeinen Grund? Après-Ski ist gut, das ist fein. Also, ja, das ist gut. Heike, wie sieht's aus mit Weihnachten? Schon richtig in Weihnachtsstimmung, weil es heute so meine Standardfrage auf dem Rave. Ja, ich bin in Weihnachtsstimmung. Mit Geschenken und Weihnachten, ja. Warum hast du mir keine Geschenke mitgebracht? Ich sammle ja schon, aber hier habe ich jetzt keine mitgebracht. Okay, Heike, du kommst im Januar wieder und bringst mir ein Geschenk mit. Versprochen? Versprochen. Okay, das wollte ich halt. Vielen Dank. Ich gebe zurück an Martin Eirer und Zombie Nation von Kernkraft 400. We'll be right back.
jedem Lied zurzeit, aber wir haben auch den Nikolaus auf dem Rave. Wir haben ja auch so eine Art Nikolaus schon Rave. Der Weihnachten steht ja vor der Tür und jetzt habe ich erstmal eine Nikolausin da. Das ist die Patricia. Hallo Patricia. Hi. So, jetzt mal meine direkte Frage. Wo habt ihr euren Schlitten stehen? Draußen vor der Türe und 12 Rentiere. Und eins davon schon gegessen, so heißt es in der Werbung, ne? Nee, wir essen unsere Rentiere nicht. Also gut, Weihnachten. Ihr habt schon richtig Weihnachtsstimmung im Blut und habt gedacht, so kommen wir auf den Rave. Ja Mann, wir müssen doch alle anstecken. Auch der Nikolaus muss mal ein bisschen Fun haben. Den haben wir auch da. Das ist der Benni. Ich meine, ein bisschen ungewohnt heute ohne rotes Kleid, aber dafür mit einem Trikot, ne? Ja, genau. Richtig. Warm noch so. Also du bist mehr so der sportliche Nikolaus, ja? Ja, ich meine, es ist eine gute Mischung aus beiden, ne? Außerdem, der Weihnachtsmann steht auch auf Techno, ne? Okay. Hat ein Nikolaus eigentlich Sex? Ja, klar. Ja. Siebenmal die Woche. Ich habe das nie gesehen früher, aber jetzt, wo ich dich mal da habe, ich wollte das ja mal wissen, ne? Und wie ist das mit dem Geschenk? Guckt er sich das Zeug vorher an, bevor er es verteilt und nimmt das, was er braucht, für sich selbst? Ich habe nicht verstanden nochmal. Mit den Geschenken. Ich habe nur gemeint, guckst du dir das vorher an und nimmst das, was du für dich brauchst, für dich selbst? Ja, klar, logisch. Nee, ich teile brüderlich, schön immer. Oh. Die besten Sachen nehme ich für mich, ja, klar. Oh, die armen Kleinen zu Hause. Jetzt werdet ihr aber skeptisch, denkt ihr. Also gut, unsere beiden Nikoläuse. Ich wünsche euch noch eine riesen Party und jetzt sag mal den. Jetzt sag mal denen da draußen, die heute nicht hier sind, was sie verpasst haben. Hey Leute, ihr müsst auf jeden Fall kommen beim nächsten Mal. Echt super! Okay, ich gehe zurück an unseren Transmaster Martin Eira. Bis nachher. We'll be right back.
We'll be right back.
gib dir schon hin. If we're in this league, so be my choice whether to continue the mission or not. Mal wieder der Oli. Ich überlege mir gerade, ob es überhaupt einen Sinn hat, ein Interview zu führen, weil ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr. Außerdem komme ich kaum durch die Menge. Es ist die Hölle hier auf dem BTV-Riff. Ich glaube, was Heftigeres und was Geileres gibt es wirklich kaum. Das ist unser Highlight. Jeden Monat, jeden ersten Samstag im Monat. Ich versuche es jetzt einfach mal mit zwei Mädels hier zu reden in der Menge. Mit der Melanie und mit der Sarah aus Stuttgart. Ich hoffe, dass die mich verstehen. Also habt zu Hause ein bisschen Nachsicht, wenn der Olli jetzt anfängt, ein bisschen rumzukrölen. Hallo, du kommst aus Stuttgart, hast du gesagt? Ja, natürlich aus Feuerbach. Ja, und dir geht's gut hier? Ja, klar, hier ist super, echt. Super Tänzer, Tänzerinnen. Deine Freundin hat gesagt, ihr habt so Hobbys, ja? Das heißt, weggehen, weggehen, weggehen. Ja, klar, ich bin zum Beispiel im Karnevalsclub und da tanzen wir ja auch die ganze Zeit. Wo geht ihr denn immer hin? Ja, viel in Discos natürlich und sonst auch dort in Parks oder Clubs. Wart ihr schon mal bei uns auf dem BTV-Rennen? Nee, noch nicht. Das ist jetzt das erste Mal. Aber es ist echt toll hier. Ja, und das wird nicht das letzte Mal sein, ne? Ja, klar, natürlich. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Okay, bist du Single? Ja. Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich irgendein hübsches Mädchen frage, ob sie Single ist, sagt sie ja. Also Freunde, auf dem Rave hat es nur Singles. Das ist nämlich erstaunlich, weil es ja immer nur Singles hat. Seit wann bist du Single? Seit wann? Ja. Seit ungefähr einem Jahr. Oh, wie muss denn dein Traumpartner sein? Gib mir mal ein paar Beschreibungen. Naja, er sollte gut aussehen. Aber natürlich zählen auch immer die inneren Werte. Leber, Milz, Niere. Ja, danke dir. Jetzt gehen wir mal zu dir noch. Hallihallo. Hallo. So, du kommst auch aus Stuttgart? Ja. Also wir haben es gerade davon gehabt, deine Freundin hat gesagt, sie ist Single. Bist du auch Single? Ja, ich bin auch Single. Auch Single? Ich verstehe es gar nicht. Warum sind die alle Single? Oh, danke schön. Danke schön. Böser Bube. Ja, seit wann bist du Single? So seit 2 Monaten. Und wie muss eigentlich dein Traumpartner sein? Groß, schlank, braune Augen, braune Haare. Braune Haare? Braune. Braune Haare. Ah, da haben wir noch jemanden. Komm mal darüber. So, wie heißt du? 18. Wie heißt du? Ach so, Katharina. Ist aber auch gut, die Antwort. Jetzt mal zu dir noch die Frage. Bist du auch Single? Ja. Warum seid ihr alle Single? Ich meine, kommt ihr mit Männern nicht klar, oder was? Ja, ich weiß nicht. Es gibt nichts Scheites. Freunde, das müsst ihr aber beweisen. Spätestens beim nächsten Rave müsst ihr da sein. Okay, jetzt kommen wir noch. Ich möchte mal wissen, wie eigentlich dein Traumpartner sein soll. Was muss er mitbringen? Humor, groß, schon gut aussehen. Ja. Also gut, jetzt kommen alle großen Freunde nächstes Mal für dich hierher. Aber dann musst du wieder da sein. Bist du da nächsten Rave? Ich weiß nicht. Ja, ja. Ja. Okay, Freunde, ich gehe wieder zurück an Martin Eira.
motion firming. Forward with